So, willkommen zurück. Diesmal gegen Barcelona. Na toll. Here's your commentary team, Martin Tyler and Alan Smith. He's gone for goal. Hi there, and the goalkeeper. Ich sehe die dritte Niederlage momentan kommen. Im dritten Spiel damit. Nicht wegkicken. Nicht wegkicken. Diese Automatik. In dem Moment ist es falsch. Sei es so. Jordi Alba. Well, he's played it into the wide area there, played it well. Xavi. Oh Gott, Riesenfehler von mir. Zack, schon habe ich ihn. Oh Mann, Verbindung leckt. Oh oh, und jetzt ist die Ping relativ hoch. Oh Schande, das wird jetzt echt unschön. Das wird schwer. Und das ist jetzt auch wieder richtig unfair, weil meine Verbindung der 200.000er fucking Leitung ist mit 8 Sekunden, 8 Millisekunden, sorry, an Ping. Und der wahrscheinlich eine Krötenleitung hat. Oder die Server mal wieder am Arsch sind. Kassierst du blöder Wichser. Es ist unfassbar. Alter Schwede, ey, ich krieg die Krise. Also nach 3 Spielen, 3 Niederlagen, wird schwierig, die Saison zu halten. Also die Liga hier. Aber es wird wirklich schwer. Aber wie soll ich denn dagegen spielen? Das ist nicht spielbar. Oder nur sehr schwer. Und der Gegner kann noch was. Hey, mir verdirbt es echt die Laune heute. Aber heute bin ich bedient mit FIFA und jeglichem anderen Schrott. Alter, die Verbindung. Ich krieg Augenkrebs. Das ist echt nicht schön. Und dass sie so jemanden spielen lassen oder dass die Server so schlecht sind bei beiden Fällen, finde ich unfair. Wenn es an ihm liegt, dann darf man einfach nicht spielen lassen. Mit so einer Verbindung darfst du niemanden spielen lassen. Scheiße. Und auf der anderen Seite, wenn es die Server sind, dann fix goddamn Servers. Ivan Rakitic. Luis Suarez. And it's the tackle that stops the attack here. Komm, Ronaldo. Immerhin ist jetzt die Verbindung etwas besser. Sonst habe ich nämlich gar keine Chance, wenn die Verbindung so bleibt wie am Anfang. Oh Mann. Ich drück's und die Ping ist so groß, dass ich den Pass nach unten nicht spielen kann. Wo Bale natürlich komplett frei steht zum einen. Ich danke ganz herzlich. Du läufst falsch, Junge. Bitte irgendjemand, der einfach mal an den Ball ran will. Oh Mann.
Rodriguez! Das war mal eine gute Aktion. Endlich. Alter, ich drück schießen. Und zwar 4-5 Mal. Einfach nur lächerlich. Aber hey, es war doch noch schlimmer vorher. Jetzt kann man ja sicherlich toll spielen. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Good clean tackle. Kommen wir noch einen Lauf. Ich krieg's heulen hier. Endlich mal was gepfiffen wird. Komm, mach ihn. Scheiße. Alter Schwede, war das knapp. Yippie, Leg pur. Yippie, geil. Kotz im. Kotz im Wald, ja. Jetzt wird es wieder schwierig, das zu verteidigen alles. Ping noch höher als gerade eben. Legs. Und dann Ronaldo, welcher die Freistöße nicht reinmacht. Mann, war das knapp! Lionel Messi. Komm, spiel den Pass. Wir hatten schon stundenlang jetzt mittlerweile gesehen. La 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 la. Wir warten, 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 warten. Die Verbindung mit dem Gegner wurde unterbrochen. Wenn es jetzt meine Verbindung war, bin ich der Weihnachtsmann. Oh, wenn ich Sieg kriege, bin ich relativ zufrieden, weil nämlich da wäre nie was zu holen gewesen, glaube ich. Auf jeden Fall weiterspielen werde ich nicht dürfen. Es zählt als gar nichts. Ehrlich gesagt, damit komme ich ganz gut klar. Nein, wirklich, stand 1-0 für ihn. War schwierig, wenn das als gar kein Spiel zählt. Nur mal kurz raus, wieder rein. Hoppala. Da wollte ich ja nicht hin. Da wollte ich hin. Nein, da wollte ich auch nicht hin. Unglaublich. Hier. Jetzt glaube ich. Ja, zählt nicht als Spiel. Ah, läuft momentan einfach nicht gut. Allgemein. Nun ja, okay, mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet. Wäre fast ein Dritter gewesen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ab dann ein bisschen anders vom System her. Aber das werdet ihr dann rausfinden. Ciao.